Timo Jon ist von der Adventas Consulting. Ich glaube, du bist nachher eh auch im Meet the Speaker. Vielleicht kannst du dann ein bisschen was auch von dir später noch erzählen. Ansonsten würde ich sagen, Timo, alles ist bereit. 10:55 Uhr ist, legen wir los. Vielen Dank. Du solltest Screensharing gestartet haben. Funktioniert. Passt. Schaut alles super aus. Vielen Dank. Wunderbar. Dann freue ich mich, wieder dabei zu sein nach Jahren der Absenz ohne Vortrag auf öffentlichen Konferenzen. Sowas ist das schön, wieder ein Teil der Community zu sein und was zurückzugeben. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über zwei Techniken, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe und lieben gelernt habe und habe das Ganze hinter diesem wunderbaren englischen Titel verpackt. Und der Domi hat dem Ganzen auf Twitter auch noch dieses Monster, der Monster des SAP-Standards mit dazugegeben. Deswegen werden wir das immer mal wieder sehen, dass dieses Monster unten von der Seite auftaucht, weil für viele Entwickler ist einfach der SAP-Standard ein Monster, was es irgendwie zu bewältigen gibt und das beschäftigt uns alle. Kurz zu meiner Person, Jahrgang 80, seit dem Studium direkt ins SAP, die SAP-Entwicklung abgerutscht und dort auch verblieben. Immer schon ein Fan von ABAP-OO gewesen. Schwerpunktmodule SD, MM und GTM. GTM ist jetzt neu dazugekommen, seitdem ich Teil der Adventas bin. Lorenz hat im Channel 1 die Adventas ein bisschen detaillierter vorgestellt. Da verzichte ich jetzt hier auf Zeitgründen drüber, weil eine halbe Stunde ist schon recht knapp für das, was wir uns angucken wollen. Ja, kommen wir zu den Unit-Tests. Wenn man mit Unit-Tests anfängt, und das ist kein Anfängervortrag, sondern einen fortgeschrittenen Vortrag, entwickelt man sich immer weiter. Man fängt an mit kleinen Tests, man fängt an, die Tests etwas größer zu bauen mit Value Statements. Hat der Patrick eben auch sehr, sehr schön gezeigt in seinem Vortrag. Dann gibt es diese Technik mit Insert into DB. Das heißt, ich schreibe mir mal Sachen in die Datenbank rein in meinen Unit-Tests, mache einen Insert, damit ich die passenden Testdaten habe. Da sind wir auch alles schon dran vorbeigekommen. Dann gibt es diesen Mock Everything Approach. Das heißt, ich mocke alles Mögliche, was ich nicht direkt testen will, weg. Mache um alle Barpies eine Schale drumherum. Mock mir das weg im Unit-Test und so weiter. Und es gibt dann fünftens auch die wirklichen gemockten Daten. Und das Punkt fünftens, den wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Weil, wenn wir Unit-Tests so verwenden, dass wir alles wegmocken, kommen wir ja irgendwann nicht weiter, wenn wir wirkliche Abhängigkeiten haben, die wir aber auch testen wollen. Wie können wir sonst mit Abhängigkeiten umgehen? Die werden häufig natürlich einfach ignoriert. Wir haben diese Abhängigkeit mit im Unit-Test, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir können das Test-Double-Framework verwenden, um Abhängigkeiten zu mocken. Wir können Test-Teams verwenden. Da gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber wenn wir einen größeren Test aufbauen wollen, also nicht nur einen kleinen Unit-Test, der eine einzelne Methode testet, sondern so einen gesamten Prozessablauf. Ich sage mal Angebot anlegen und beliefern. Das gibt nämlich eine unheimliche Sicherheit, wenn man dafür einen großen Unit-Test hat, der einen Teil dieses Prozesses direkt abläuft. Wenn man jeden Morgen sieht, ah, der Unit-Test ist noch grün, was ich gestern gemacht habe, hat nicht viel kaputt gemacht. Das ist auch eher das Ziel von meiner Technik. Also ich möchte nicht so die kleinen Unit-Tests, sondern die größeren, eher prozessorientierten Tests hiermit unterstützen. Und da stellen sich halt die Fragen, wenn man SAP Standard verwendet, wie teste ich denn jetzt mein Enhancement innerhalb einer BAPI Sales Order for Create oder auch die BAPI selber? Da komme ich halt nicht drum herum, die auch wirklich auszuführen. Die kann ich da nicht mocken, sondern dann habe ich diese Probleme, wo kommen die passenden Testdaten her, dass ich in der Datenbank auch ein richtiges Testbeispiel habe und mir nicht irgendwie Sachen zusammensuchen muss. Dann hat irgendwer Belege geändert, dann funktioniert das Ganze nicht. Wir wollen hier eine stabile Unit-Testbasis haben und gerade stabil ist hier das Schlüsselwort. Und da kommt wieder unser Monster. Für SAP-Standard-Tests brauchen wir stabile Testdaten, an denen keiner was ändert. Und soweit ich weiß und meine Kollegen wissen, gibt es keine Möglichkeit, dass SAP eine austauschbare Persistenzschicht hat, wie wir sagen können, wir nehmen eine Mock-Möglichkeit, bis auf das, was ich gleich zeige, oder dass wir die Datenbank mal eben jeden Morgen zurücksetzen. Es gibt wohl Tools von Drittanbietern, aber das haben auch die meisten nicht. Deswegen habe ich was sehr Schönes Eigenes jetzt hier für euch mitgebracht. Also wie machen wir das, dass wir wirklich SAP-Standard-Code testen können? Und da hat uns die SAP was mitgebracht. Ja, die nächste Frage geht jetzt natürlich gleich um. Ab wann gibt es das? Logisch, ab Plattform 17.09 gibt es das.
ABAP SQL Test Double Framework und das ABAP CDS Test Double Framework. Die Namen sind mehr oder weniger selbsterklärend. Wir haben halt mit Test Doubles die Möglichkeit, die eigentliche Datenbank von unseren Unit Tests zu entkoppeln. Wir sehen das hier auf der nächsten Slide. Wir haben links einen Unit Test. Dieser Unit Test konfiguriert und Sie haben das hier installiert genannt Test Doubles. Das heißt, einzelne Elemente der Datenbank werden gedoubled und der Datenbankzugriff geht dann nicht mehr auf die echte Datenbank in Rot hier hinter, sondern in die Test-Doubles hinein. Und das ermöglicht uns die Kontrolle im Unit-Test, dass wir sagen, wir können im Unit-Test kontrollieren, welche Daten praktisch in der Datenbank drin sind, mit allen Vor- und Nachteilen. Warum reicht uns das Ganze noch nicht? Weil wir natürlich diese Daten, die in die Datenbank reinkommen müssen, auch irgendwo herkriegen. Denn eine gedoubbelte Datenbanktabelle ist erstmal leer. Das heißt, wir müssen diese Datenbank irgendwie füllen und das möchte ich kurz in der Live-Demo einmal zeigen. Wir sehen also hier einen einfachen Unit-Test, der auf die T100 geht und auf die T100T. Wenn wir den ausführen, diesen Unit-Test, mal mit F10, dann sehen wir hier, dass da ganz normal unheimlich viele Zeilen drin sind. Ich habe jetzt hier im Unit-Test mir immer diese Asserts verwendet und hier ganz hinten den Quit und so weiter runtergestellt, damit man hier eine Ausgabe einfach sieht. Das ist so eine Krücke. In den anderen Methoden habe ich das Ganze dann gekapselt. Also wir sehen ganz normal, die Daten sind in der Datenbanktabelle da. Und wenn wir jetzt die entsprechenden Befehle nehmen und kommentieren das Ganze hier ein. Hier haben wir diesen Befehl CLOSQL Test Environment Create. Das ist der Befehl, um ein Double zu erzeugen von der T100. Dann werden wir jetzt sehen, dass im zweiten Aufruf das Ganze leer ist. Hier oben ist der erste Aufruf und hier unten sehen wir, dass nach dem Erzeugen des Mocks die T100 null Zeilen enthält. Die T100T, die haben wir nicht gemockt, die läuft ganz normal weiter. Da sind ganz normal die Daten alles wieder drin. Und um unseren Test nun so zu unterstützen, wie wir ihn brauchen, fügen wir entsprechend Testdaten ein. Wir haben das eben bei Dominik auch schon gesehen, bei Patrick meine ich, dass wir über Value Statements uns die Testdaten zusammenbauen und sie dann hier in unsere Datenbanktabelle einfügen. Und wenn wir das nochmal starten, den Demo Empty Table, sehen wir immer noch Anfangswert, Mittelwert 0. Unsere Testklasse sagt hier auch, er findet die passende Nachricht nicht. No message found in T100. Also wir sehen, dass hier eine Standardroutine auch gegen die leere Datenbank geht. Das zeige ich gleich nochmal etwas mehr im Detail. Und wir sehen hier unten in dem Select, dass genau eine Zeile aus der T100 herauskommt. Wir haben hier in dieser Methode Build Message. Da wird ganz einfach ein Funktionsbaustein aufgerufen, der die Nachrichten ausliest und verwendet. Und das ist ja ein Standardcode. Und wir sehen, dass dieser Standardcode dann hier in dem Unit-Test nach der leeren Datenbank aussagt, er findet keine Nachrichten. Ich wollte euch das wirklich einmal zeigen, dass wir sehen, wie wir diese Datenbank mocken und mit Testdaten füllen können. Ich habe hier aus Einfachheitsgründen den Create in der Testmethode selber gemacht. Das ist keine so gute Idee. Wenn man eine zweite Testmethode startet, dann läuft das Ganze auf einen Fehler, weil man das nur einmal pro Testklasse machen darf. Ich darf das kurz demonstrieren. Ich habe die Methode einfach der Einfachheit halber kopiert und starte das Ganze nochmal. Ah, da ist ein kleiner Fehler drin, den kommentieren wir aus. Den Teil brauchen wir nicht. Ist noch ein Fehler drin. Also die Build-Message, die hat Parameter gekriegt. Das ist auch egal. Brauchen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich nur den Fehler sehen. So, und hier sagt er, CSOSQL Failure cannot create multiple OSQL Test Instances. Das heißt, dieses Erzeugen der Mock-Datenbank muss woanders liegen. Das habe ich in dieser Beta-Test-Klasse hier ein bisschen schöner gemacht. Da sehen wir, dass dieses
Anlegen der Mock-Datenbank auch wieder für die T100 im Class-Setup läuft. Wir erzeugen uns hier auch unsere Testdaten und jedes Mal im Setup pro, also vor dem Start jeder Testmethode, wird einmal Clear Doubles ausgeführt. Das heißt, wir haben wieder eine leere, frische Datenbank und ein Insert from T100. Das würde ich sagen, war es erstmal zur Live-Demo. Ich mache dann erstmal mit den Slides weiter, damit wir durch den Rest auch durchkommen. So, was sind also die generellen Herausforderungen? Wir haben jetzt gesehen, dass wir Testdaten uns selber anlegen können, aber wie halten wir diese Testdaten mit unserem Test synchron? Kommen beim Test Funktionalitäten hinzu, müssen die Testdaten angepasst werden. Wir wollen auch aus versehene Änderungen irgendwie was schützen. Also das ist relativ schwierig zu sagen, wo man diese Testdaten ablegt. Und wir haben es eben gesehen, ich habe es mehrfach gesagt, wir haben halt die Möglichkeit, das Ganze in großen Value Statements zu machen. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass wir einen SAP-Standard mocken wollen, dann kommt dabei ja sicherlich nicht nur raus, dass wir eine, zwei oder drei Tabellen mocken müssen, sondern eine ganze, ganze Menge mehr an Tabellen. Und dann kann man sich vorstellen, wie groß diese Value Statements am Anfang einer Testklasse werden, um eine VBAC, eine VBAP und Materialstammdaten und so weiter, das alles zu mocken. Das heißt, da hätte man sehr, sehr viel Code im Text. Eine andere Variante, die ich der Vollständigkeit halber noch zeigen möchte, ist, dass man sich aus einem anderen Client zum Beispiel auch Testdaten lesen und inserten könnte. Dann ist man aber im anderen Client auch darauf angewiesen, dass die Testdaten dort stabil sind und dass niemand den Beleg verändert, bebucht oder so weiter. Und das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist der ECAT-Testdaten-Container, dass wir den als wirkliche Datenbasis nutzen. Was das im Detail ist und wie man den auch verwendet, sagt der Frank in einem der folgenden Vorträge auch noch. Wir haben uns da versucht, ein bisschen abzusprechen, deswegen gehe ich da etwas schneller rüber. Ich habe es zwar in den Folien, aber die Details zu dem Testdaten-Container wird der Frank machen. Achtung, wenn ihr meinem Vorschlag folgt und das Ganze auch so anwendet, werdet ihr an den Punkt kommen, dass ihr sagt, das kann doch nicht angehen. Noch eine Tabelle und also ein bisschen Frustration wird leider auftreten. Das ist ganz normal. Aber diese Frustration ist dann in dem Moment gelaufen, wenn der Unit-Test das erste Mal wirklich durchläuft, gebucht hat. Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Man sagt, ja, ich habe jetzt einen unabhängigen Unit-Test von der wirklichen Datenbank. Er bucht aber SAP-Standardbelege und ich kann mir wirklich sicher sein, dass niemand meine Belegkonstellation kaputt macht. Außer es fummelt natürlich jemand in dem Unit-Test oder in dem Testdatencontainer rum. Aber das ist schon unwahrscheinlicher, weil kein Key-User geht da ohne weiteres ran und auch kein funktionaler Berater. Wo wir aufpassen müssen, wir können Datenbankinkonsistenzen damit erzeugen. Wenn wir natürlich nur einen Teil der Datenbanktabellen mocken und irgendwelche Tabellen vergessen, die beschrieben werden, wird nicht in die Mock-Datenbank geschrieben, sondern in die Live-Datenbank. Und dann haben wir da natürlich so krumme Sätze. Aber da sich das hauptsächlich um ein Entwicklungssystem dreht, sollte das kein Problem sein. Ich habe hier einmal die Puzzle Pieces zusammengestellt. Was haben wir an Punkten, die wir verwenden? Da ist natürlich der ABAP-Unit-Test ganz zentral in der Mitte, der die Spinne im Netz ist. Wir haben das Test-Double-Framework unten drunter, was die technologische Datenbasis ist und wie das Ganze ermöglicht. Also das braucht ihr auf jeden Fall im System, damit das für euch funktioniert. Wie gesagt, 17.09 hatte ich nachgeguckt. Den Testdatencontainer, den gibt es wahrscheinlich schon Ewigkeiten. Der ist dann die Datenbasis, woraus sich der Unit-Test bedient, um das Test-Double-Framework zu füllen. Also der Weg der Daten ist aus dem Testdatencontainer über den Unit-Test in das Test-Double-Framework hinein. Und damit man diesen Testdatencontainer hier nicht mühsam per Hand mit Daten füllt, bietet sich eigentlich noch ein Report an, irgendwas ganz einfach zu schreiben, der einfach die Daten stumpf aus einer Datenbanktabelle oder von einem vorhandenen Beleg ausliest und in diesen Testdatencontainer reinschreibt. Die Technik wäre dann so, sich ein Testbeispiel einmal zusammenzubauen. Okay, das funktioniert. Und über den Report dann in diesen Testdatencontainer zu migrieren und dann dort für immer, solange man diesen Test in der Ausprägung braucht, in diesem Testdatencontainer zu behalten. Und dann kann jemand anders mit dem Beleg hier wieder machen, was man will. Oder man kann ihn für ein zweites Beispiel verwenden und ihn dann erneut in den Testdatencontainer importieren. Aber wie gesagt, wie der Testdatencontainer verschiedene Daten verwaltet und so weiter, da kommt
kommt der Frank gleich drauf zu. Wie ist also der generelle Ablauf? Wir bauen uns am besten erstmal einen Unit-Test, der mit der normalen Datenbank arbeitet, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber der bucht, müssen den dann zurücksetzen, immer mal wieder, bis er wirklich läuft. Dann können wir sagen, okay, haben wir. Jetzt wäre der nächste Schritt, die Tabellen zusammenzusammeln, die wirklich zu mocken sind. Das ist einmal der lesende Zugriff natürlich, wo ich auf Stammdaten und Bewegungsdaten angewiesen bin. Und der schreibende Zugriff, genauso wichtig, damit ich die Tabellen auch zur Seite packe. Dann kann ich mir anhand dieser Tabellen einen Testdatencontainer anlegen, wo ich sagen muss, die Tabelle muss rein, die Tabelle muss rein, die Tabelle muss rein. Das sind die ganzen Parameter in dem Testdatencontainer. Ich muss den API-Zugriff ermöglichen im Testdatencontainer, damit ich über einen Report reinschreiben und über den Unit-Test auch auslesen kann, die Testdatencontainer. Wir füllen dann den Testdatencontainer mit dem Report oder auch, wenn es sich wirklich nur um zwei Tabellen handelt, dann kann man das auch zu Fuß machen. Das ist ja grundsätzlich auch möglich, wenn man da die Felder ganz genau kennt. Wir erzeugen dann einen zweiten Unit-Test. Ich würde den ersten gegen der Datenbank bestehen lassen und der zweite geht dann gegen die Mock-Datenbank. Der sieht natürlich relativ genauso aus wie der erste, nur dass oben drüber irgendwie ein Teil kommt, wo das Mock erstellt wird oder über den Class und den normalen Setup diese Sachen, diese Dependencies reingesetzt werden in die Mock-Datenbank. Kleiner Hinweis noch, vergesst vielleicht nicht die Number-Range-Tabellen, weil das natürlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sagt, ich setze mir die Number-Range-Tabellen vor dem Mock einfach zurück und weiß, dass ich immer der neue Beleg, die neue Sales-Order oder sowas, die angelegt wird, hat immer die Nummer 1. Sollte sie die nicht haben, ist da irgendwas komisch. Deswegen, die schnell mitzumocken, ist eine Sache von plus 2 Minuten und das hilft euch jeden Tag immer wieder. Wie kommen wir jetzt an die nötigen Tabellen ran? Das geht ganz einfach mit ABAP in Eclipse über den Trace. In SQL-Trace sehen wir, welche Tabellen verwendet werden, welche sind für ein Insert, Update und Select relevant und die können wir uns da rausziehen. Jetzt kommt aber bitte nicht auf die Idee und nehmt alles, weil natürlich die Tabellen hier T006, T00 und so weiter, die brauchen wir nicht mocken. Die sind ziemlich stabil und wenn sich daran irgendwas was ändert, dann ist wirklich was Größeres im System. Also fangt wirklich klein an und mockt nur die, wo ihr mit eurem eigenen technischen Verstand sagt, ja, die sind für den wirklich individuellen Beleg wichtig. Und das ist das, was ich mit dieser Frustration meinte. Man läuft da 2-3 Mal durch. Das dauert. Das ist nichts für einen Dienstagnachmittag, was man dann von 14 bis 15 Uhr durchkriegt, sondern das ist eine längere Sache, ein größerer Invest, so einen Prozesstest aufzusetzen. Aber wie gesagt, ich kann euch nur sagen, es ist wahnsinnig vertrauenserweckend in die eigene Softwareentwicklung, wenn man immer noch sieht, Unit-Test, der Prozesstest läuft. Man hat Syntaxprüfungen dann dadurch mit drin, dass man keine Syntaxfehler erzeugt hat und auch, dass man nichts Größeres kaputt gemacht hat, kann man damit wirklich sehr, sehr schön testen. Hier einmal der Testdatencontainer so ganz grob angerissen. Der speichert Werte anhand von DEDIC-Strukturen, ist über das SAP-GUI zu bearbeiten. Und man kann auch, das ist von der Handhabung her so, dass man das auch einem Business-Consultant geben kann, sagen kann, hey, guck mal hier, ich erkläre dir mal, wie du verschiedene Varianten anlegen kannst für unterschiedliche Materialgruppen oder. Und dann kann über dieses Frontend, was wir hier haben, der etwas technisch versierte Berater durchaus diese Werte anpassen und ändern. Und das lässt sich wirklich ganz gut machen. Grundsätzlich gibt es auch Möglichkeiten Upload, Download per RFC und so weiter. Also sagen wir, erstellen diese Testdatencontainer vielleicht im Testsystem und importieren sie in unseren Entwicklungsclient. Und so haben wir wirklich gute, hochwertige Testdaten dann im Entwicklungsclient. Und das unterstützt uns wieder beim Abarbeiten des SAP-Monsters. Wir sehen hier die Details in unserem Testdatencontainer mit den ganzen Parametern. Das brauchen wir gleich. Das Wort Parameter werde ich da nochmal wieder verwenden, wenn wir uns die Technik im Code angucken. Und wichtig, um auf Frustrationen vorzubeugen, ist dieser API-Access. Da muss einmal so ein Haken gesetzt werden. Sonst sagt der Testdatencontainer, nein, du darfst mich nicht per ABAP erreichen. In diesem Testdatencontainer stehen hier dann die wirklichen Details drin. Macht der Frank, laufe ich nicht drüber. Hier sind die Parameter nochmal in Spalten gezeigt und dort die eigentlichen wirklichen Werte. Das Füllen so eines Testdatencontainers kann natürlich kompliziert sein, hat man verschiedene Möglichkeiten. Ich würde immer den Report empfehlen, dass man sich
da was anlegt, der man sagt, ich will den Beleg oder will den Beleg oder kann den auch im Test-Client auf dem Entwicklungssystem starten lassen. Das ist auch am Anfang ein bisschen kompliziert, den zu schreiben, weil das ist ja alles nicht typisiert, wie man das in den Testdatencontainer reinschreibt. Aber das kriegt man hin, das braucht nur seine Zeit. Hier eher zur Referenz zum später Nachlesen. Einmal der lesende Zugriff auf diesen Testdatencontainer und einmal der schreibende Zugriff unten drunter. Ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken. Genau. Wie kommen wir jetzt an diesen Testdatencontainer ran? Wir sehen da, dass die SAP uns wirklich eine Methode zur Verfügung gestellt hat. Insert from Testdatencontainer. Dieses LOMOCDB ist meine gemockte Datenbank und die hat eine Methode, dass man sagen kann, füge Testdaten aus einem Testdatencontainer ein und er braucht dann eine Test-Data-Description. Diese Test-Data-Description ist hier oben aufgebaut. Hier haben wir wieder die Parameter, wo ich eben gesagt habe, Achtung, das kommt gleich nochmal. Das sind ja die verschiedenen Parameter in dem Testdatencontainer, die man nennen kann, wie man möchte. Und sie werden hier auf einen Dependency-Name, das sind also dann die Datenbank-Objekte, gemappt. Und praktischerweise heißt das immer 1:1. Man kann das hier links natürlich auch anders nennen, aber dann muss man das hier in diesem Mapping umbauen. Sehe ich keinen großen Vorteil drin. Hier oben sage ich natürlich noch, wie dieser Testdatencontainer heißt, welche Variante das ist. In verschiedenen Varianten kann ich verschiedene Testdaten anlegen. Variante 1 mit Bestand, Variante 2 ohne Bestand, Variante 3 gesperrter Kunde und so weiter. Und pro Variante kann ich sogar auch noch verschiedene Versionen anlegen. Dass man sagt, neue, alte Version. Mit den Versionen habe ich noch nie gebraucht, aber mit den Varianten, das verwende ich recht häufig. Und hier wird dann aus diesem wird analog zu den Parametern die Mock-Datenbank geschrieben. Das ist jetzt hier leider hart gecodet. Das finde ich an diesem Ansatz auch nicht ganz so schön. Aber ich habe das in den Kommentaren und so weiter mal drin gelassen, dass wir hier auch noch weitere Tabellen hinzufügen, aus denen wir keine Daten brauchen, aber wo Daten durch unseren Unit-Test, also den Software under Test, wirklich geschrieben werden. Und damit ich das nicht in der echten Datenbank drin habe, mocke ich hier diese komischen GTM-Tabellen auch noch weg. Und Nummernkreise haben wir schon drüber gesprochen. So, die zweite Technik, um uns dem SAP-Standardmonster zu nähern, ist etwas anders. Da macht der Testdatencontainer oder die API das nicht selber, sondern da laufen wir selber darüber. Wir erzeugen uns wieder unsere Zugriffs-API und holen uns eine Parameterliste. Das sind also diese ganzen Parameter aus dem Testdatencontainer und bauen uns anhand dieser Parameterliste plus zusätzliche zu schreibende Tabellen zum Beispiel, unsere Tabellen, die gemockt werden sollen. Ich musste jetzt hier noch, ich habe das mal für euch drin gelassen, damit ihr es vielleicht gesehen habt, wenn man Tabellen hat, die mit einem Schrägstrich anfangen, das ist unser eigener Namensraum, die darf man als Parameter nicht mit Schrägstrich anlegen. Also kommen die ohne Schrägstrich. Deswegen muss ich das Ding hier rausschmeißen und muss ihn hier in die gemockten Tabellen mühsam wieder mit Schrägstrich hinzufügen. Ist ein bisschen fummelig, aber so habt ihr auch gleich mal so eine Sonderlocke gesehen. Und über das Create hier unten wird dann wieder die Mock-Datenbank erzeugt, alle Tabellen leer. Super. Wie kriegen wir jetzt Daten rein? Wir fragen unseren Testdatencontainer wieder, gib mal den Varianteninhalt zu dieser einen Variante und loopen jetzt über diesen Varianteninhalt einzeln und fügen jeden Datensatz direkt ein. Interessanterweise geht diese Technik schneller als die bereits davor genannte Sache mit der SAP-Standardmethode. Und zwar ein ganz erheblicher Faktor. Ich habe nämlich festgestellt, dass dieses Aufbauen der Unit-Test-Datenbank oder dieser Mock-Datenbank doch relativ lange dauert. Also da gehen dann schnell mal 20 Sekunden ins Land. Und das ist einfach lange, wenn man sagt, hier Unit-Test ausführt. Oh, da muss die Datenbank erstmal wieder aufgebaut werden. Und gerade wenn man mehrere Unit-Tests hat, dann laufen die schon eine Zeit. Das ist für die Prozesstests, die jeden Morgen im Hintergrund laufen, nicht ganz so wild. Aber für Unit-Tests, die man während der Entwicklung haben will, möchte man das halt schnell haben. Und deswegen würde ich jetzt zu diesem selbstgebauten Ansatz empfehlen, weil der einfach in der Ausführung auf unserem System schneller war. Genau, das haben wir nochmal dazu geschrieben. Und das Big Picture nochmal so als Zusammenfassung ist, wir haben den Report für die Daten. Sammlung, den zeige ich auch gleich nochmal. Ich habe mir gedacht, die restliche Zeit nutze ich dann nochmal für eine zweite Live-Demo. Dieser Report schreibt diese Daten in einen Testdatencontainer. Der ABAP-Unit-Test holt sich die
zu mockenden Tabellen und auch die zu mockenden Daten aus dem Testdatencontainer und er verwendet das Test-Double-Framework. Das heißt, so haben wir vier Komponenten, die insgesamt ein Rahmenwerk oder eine Möglichkeit bieten, dass wir die Datenbank unten drunter austauschen können und in unserem Unit-Test so zusammenbauen können, wie wir sie wirklich haben wollen. Das über eine komfortabel editierbare Oberfläche über den ECAD-Testdatencontainer. Und wir haben so die Möglichkeit, dem SAP-Standard Daten unterzujubeln aus unserem Unit-Test, damit er wirklich auch das bucht, was wir wirklich haben wollen. So, noch ein paar kleine Hinweise. Wie gesagt, mockt bitte nicht alles. Die nicht gemockten Tabellen stehen euch ganz normal zur Verfügung aus der Standarddatenbank mit allen Vor- und Nachteilen. Wie gesagt, der Nachteil, Vorsicht beim Reinschreiben, dann entstehen da halt Karteileichen. Deswegen fügt lieber noch die eine oder andere Sache hinzu. Für den ersten Test ist es gut, das alles in einer Testmethode zu machen. Nachher müsstet ihr das Aufbauen dieses Test-Environments mit dem Create, das bitte in den im Class-Setup pro Testklasse genau einmal machen. Und auch Vorsicht mit parallelen Prozessen, mit Verbuchern, da die ja in einer separaten Unit of Work arbeiten oder in einem separaten Kontext, arbeiten die dann natürlich wieder mit der echten Datenbank und da haben wir dann Probleme, gegen anzukommen. Da können wir leider nicht drüber mocken. Gut, dann bedanke ich mich schon mal ein bisschen, aber hüpfe noch kurz rüber in den Rest von dem Unit-Test. Ich habe hier unten ja noch euch versprochen, dass ich die bessere Testmethode mal zeige. Und wir haben hier in diesem City-Test, habe ich gesagt, ich möchte hier in die Mock-Datenbank einen Test einfügen mit, dass Hamburg die schönste Stadt ist. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, stellen wir fest, dass da ein Fehler ist, weil da ist immer noch Unit-Test-Demo drin. Wir haben also in der T100 genau eine Zeile und diese hier hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich mir das damit reingeschrieben. Wir haben in dem Fall nämlich vergessen, die Testdatenbank vorher zu löschen. Die wird natürlich im Setup, habe ich jetzt fairerweise nicht gezeigt. Im Setup wird sie ja mit Testdaten versorgt. Das sehen wir hier oben mit dem Insert. Und das wurde nicht geclear. Und wenn ich das, gehen wir mal hier mit drüber, wenn ich diesen Clear jetzt mit einbaue, dann funktioniert das Ganze auch besser. Dann haben wir auch unseren Hamburg ist nice hier als Testdaten mit drin. Gut. Ja, so viel zu dem Framework und zu den Möglichkeiten damit. Wenn es noch weitere Fragen, Rückfragen und Informationsbedarf gibt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich gucke jetzt gerade auf die Zeit. Laut meiner Uhr habe ich noch knapp 2 Minuten. Johann, oder wie sieht es bei dir genau, aus? Genau, also ich sehe auch 1 Minute, 2 Minuten hättest du noch. Aber ich glaube, ich kann nur wieder sagen, das ist schon der zweite Vortrag, der eigentlich wirklich perfekt war. Wieder ein paar Slides, viel live, ohne doppelten Boden, eigentlich ziemlich genial. Vielen Dank noch einmal, Timo. Vor allem, früher hat es ja auch geheißen beim Testen, man kann nicht die Unit-Tests verwenden, weil mit den Datenbankzugriffen und so weiter, das geht alles nicht. Ne? Das ist damit widerlegt, das geht alles. Also man kann wirklich alles testen, es ist nur eine Sache des Willens eigentlich. Und ich glaube, du hast das sehr, sehr veranschaulicht, gut veranschaulicht, wie einfach das eigentlich geht. Vielen Dank noch einmal.